Nach der Schweizer Meisterschaft ist dann 4 Tage später klar geworden, dass ich an Leukämie krank bin. Alles ist sehr schnell gegangen. Ich war auch sehr glücklich über die Rangierung, die ich an der Schweizer Meisterschaft erfahren durfte. Und 4 Tage später war alles viel anders und nicht mehr wie früher. Die grössten 2 Fragen, die mich bewegt haben, ist, wann kann ich wieder zurück ins normale Leben einsteigen? Wie lange geht das alles? Ich war insgesamt etwa 5 Monate im Spital, wenn ich alles zusammenrechne. 1 Monat für die erste Chemo. Dann immer wieder ein paar Tage konnte ich nach Hause gehen und dann wieder ins Spital zurück. Im November musste ich dann nochmal 1,5 Monate ins Spital wegen der Komplikation. Und im März bin ich dann das letzte Mal ins Spital für die Stammzellentransplantation. Als ich mit Leukämie diagnostiziert wurde, war mein Umfeld natürlich zuerst mal richtig schockiert. Um die Weihnachtszeit herum wusste ich, dass ich ein paar mögliche Spender habe, was mir extrem viel bedeutet hat und mich glücklich gestimmt hat auf das neue Jahr und auf die Weihnachtszeit. Und ja, es macht mich einfach glücklich zu sehen, dass wir so trotz dieser schweren Zeit so schöne Abende haben können als Familie verbringen. Die Spende hat mir eine zweite Chance geschenkt, um nochmal von allem zu träumen und alle meine Ziele, die ich habe, zu erreichen. Nach der Transplantation musste ich bis in Mai warten, bis ich langsam wieder anfangen zu trainieren. Ich bin dann eingestiegen ins Training und konnte eine halbe Stunde höchstens mitmachen mit ganz, ganz vielen Pausen dazwischen. Mittlerweile trainiere ich wieder 4 bis 5 Mal pro Woche und kann ein Training von 2 Stunden durchheben. Also gegenüber dem ersten Training ist es viel anders, weil ich viel mehr Energie und Kraft wieder ins Beachvolleyball investieren kann als noch vor 7 Monaten. Die Person, die für mich die Blutstammzellen gespendet hat, hat etwas ganz Besonderes gemacht, das nicht jeder Mensch auf dieser Welt macht. Der Person gegenüber, die mir Blutstammzellen gespendet hat, bin ich extrem dankbar, weil es etwas ist, das nicht selbstverständlich ist.